grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zurück bei Crossout mit den Crabs. Hallo. Ich habe mein Fahrzeug nach Crabs Anleitung ein bisschen umgebaut und es würde vor Green Hornets getauft. Okay. Waffen funktionieren auch noch alle vernünftig? Nach den hauptsächlich nach vorne halt, aber egal. Der Tauto hat jetzt eine Autocannon und zwei Maschinengewehre, ne? Genau, und du nimmst eines deines High-Gear-Fahrzeuge fürs BVE, hast du gesagt, gell? Ich nehme, genau, das ist, der Wagen ist ja in meinem Livestream schon. Franz Mark 5 mittlerweile heißt er. Franz, der Wagen ist immer nur Franz. Ah, okay. So, wir machen eine Raid. Easy Race genau. Heute nur. Ist natürlich, man sieht zugleich, du wirst es auch sehen, ich klicke schon mal auf Battle. Du wirst nicht auch sehen, dass mein Wagen nicht gerade ein Racing-Wagen ist. aber dafür kann mich nichts aufhalten. Ja, das ist auch gut, oder? So, kannst du ja gleich mal so weit bei drin sein, kannst du mal gucken. Ach, guck mal, wir haben hier einen mit 1900 Power Score, du mit 2,7, was gut ist. Hm? Einer noch mit 4 und ich mit 6,1. Alter, what the fuck? Wo müssen wir hin? So, wird angezeigt, wo wir hin müssen. Ja. Hab ich übrigens eine Minimap. Und nicht in das Wasser reinfahren da. Okay. Das ist Säure, da gehst du instant kaputt. Okay, danke. Also das kann man dann als Soxin auch nutzen, um Gegner zu eliminieren, oder? Ja, ich habe da auch schon Leute rein. Hast du Gegner? Ich habe keine Waffen mehr, einfach mehr Waffen rein. Dann will ich versuchen, das Ding zu treffen. Wow, jetzt weiß ich, was du machst mit den RAM-Waffen. Oh, nächstes Collection. Crabs, die unaufhaltbare Macht. Ja, ich kann in alle Richtungen schießen, halt. Ich kann nach vorne fahren, nach hinten schießen, so, Enemy destroyed. Scheiße! Spawnen aber immer wieder neu, oder? Ja, in jedem Teil spawnen neu. Hinter uns, Crabs. Aus dem Weg. Ich will doch nur zu Collect. Ah, scheiße. Jetzt habe ich meine rechte Seite von der Reifen verloren. Aber nicht von mir. Nee. Ach, ich mag das Teil. Na komm. Schau, du bist unbewaffnet. Das mache ich auch mal. Also, hierbei, eigentlich, wenn ich hier alleine spiele, wie ohne dich jetzt. Ja. Weil ich kann mich halt hier darauf verlassen, dass du einfach direkt zum Objective bist und fährst. Ja. Dann baue ich mir immer extra einfach nur Fahrzeuge, die. Schnell sind? Das Nest schon wieder. Ja. Dann baue ich mir Fahrzeuge, was einfach nur schnell ist. Ja. Schnell ist und ein Klocker drauf, also dass ich ihn unsichtbar machen kann. Okay. Und dann läuft das. Oh Gott, Alter. Das ist schwierig zum Steuern. Okay, nächstes Cargo. Ah, das ist bei mir in der Nähe. Ja. Oh, ich hab so einen RAM-Typ von mir. Wenn du meinst, dass du nicht mehr fahren kannst, mit Escape und Self-Destruction, du kannst einmal neu fahren. Okay. Ein einziges Mal. Danach geht's nicht mehr, danach könnte man das auch noch, das müsstest du dir aber allerdings kaufen. Okay. Also einmal ist gratis. Oh fuck it. Ja genau, einmal ist gratis. Fuck, ich brauch Hilfe. Ich liege, verdammt. Self-Destruction. Okay. Danke. Vor allem jetzt haben wir wieder alle Reifen. Ja, genau.
Oh Gott, der ist in die Säure rein. Der Gegner oder was? Nee, nee, ein eigener von uns. Wo ist das Karo? Hä? Das wächst so schnell. Ich hab. Da war der Kopf. Lass mich wieder auf die Summe werden. Wow. Hast du an das Karo dran? Ich hab das eine schon, aber ich bin gerade am nächsten dran. Das ist dann das letzte, oder? Ja. Ausgezeichnet. Ich hab von mir nichts. Moin, hier ist es. Wuhu, gewonnen. Und jetzt hast du auch Kupfer bekommen. Ah, okay. Da, 4 Kupfer, ja. Und 3, ja. Was ist das? 2 Kupfer Tickets. Uns. Wenn ja. Du von 105, mit 150 Tickets kannst du dir die bessere Box machen. Wow. Also etwas. Ich hab 140. Also hierbei ist es halt wenig. Es hat auch nur gerade 10 Benzin verbraucht. Ja, ja, ja. Ich guck mal eben die anderen Sachen. Hier Hard Racer braucht zum Beispiel 100 Benzin. Und bei Easy Race kann ich dir kurz sagen, alle 75 XP bekommst du ein Kupfer. Okay. Bei Hard Race bekommst du für alle 15 XP ein Kupfer. Mhm. Das ist schon ein bisschen besser. Oh ja, das auf jeden Fall. Dafür sind auch heute die Gegner stärker, oder? Ja, richtig, die Gegner sind auf jeden Fall stärker. Haben wir noch Zeit für einen Raid, oder? Ja, können wir noch machen. Was wolltest du machen? Noch ein Raid? Wie du willst. Also ich habe jetzt gerade das DVE-Fahrzeug. Ich kann dir auch mal kurz Invasion zeigen für deine Zuschauer. Ja, gerne. Was müssen wir da machen? Nee, das geht, oder? Na nee, du bist noch nicht Level 10. Wir können keine Invasion machen. Das geht jetzt ab Level 10. Ah, okay, dann muss ich einfach ein bisschen offscreen, einfach ein bisschen. Aber wir hätten das eh nicht geschafft, also von daher. Es ist das, was du mir erzählt hast mit dem. Mit dem Leviathan, genau. Ah, oh, ja, ja. Wir machen noch ein Easy Race. Ja, ich zeig's euch nach den Race, zeige ich euch, was ich im Krabs da meine mit den Leviathanen. Ja, genau. Die bei mir kennen das schon, meine Zuschauer, Leviathan ist, ja, ne? Das ist so eine Sache. Aha, okay. Und nochmal lustig an meinem Fahrzeug, Wasser verlangsamt mich nicht. Okay, wie geht das? Weil ich so schwer bin und weil ich Ketten habe. Ah. Es gibt eine Map, das ist ein ausgetrockneter Hafen, man fährt also quasi im Hafenbecken. Und da ist aber auch noch Wasser. Das ist ziemlich breit und tief und die Leute werden da mega langsam. Ich kann die mal einfach durchschieben. Sehr nice. Ah, das sind schon die ersten Gegner. Ich glaube, ich brauche gar nicht so Leute hinfahren. Da ich beim vorderen Reifen schon eingebüßt, weil ich den Idioten reingerutscht bin. Was immer was hin? Die haben nämlich vorne und hinten die komischen Spiralen drauf. Ja, ja, genau. Oh, fuck. Oh, ja, gerade mal gefangen. Okay, Collector auf der anderen Seite der Brücke. Kommst du zurecht, Schatz? Ja, nee. Entschuldigung, hab ich geklaut. Noch nicht. Ja, geht noch, es geht noch. Auf der Stelle, du wenigstens lustig. Okay. Andere Seite der Brücke. Oh, Alter.
Ich habe jetzt links vorne meine beiden Reifen und rechts hinten meine beiden Reifen. Hast du alle Reifen verloren? Nee, ich hab auf jeder Seite noch zwei Reifen. Ach so. Also ich kann noch fahren. Aber wie gesagt, ich habe rechts vorne mein Reifen verloren und links hinten mein Reifen. Ah, fuck. Schau mal, wie ich jetzt immer hier rumgurkelt. Ah! Oh Gott. Das sieht so geil aus, ey. Ja, dafür hat man 6 Reifen. Ah! Du musst 2 verlieren, das spielt keine Rolle. Ja, wie du sagst. Mit Leck muss man da ein bisschen aufpassen. Ja. Aber das ist echt so geil geworden mit der Füße hier. Es ist unglaublich. Also Leute, das Spiel macht echt Bock. So, wo ist das nächste? Ach, du weg da hin. Ah ja. Kümmer du dich mal um den Gegner, ich hol mal das, gell? Haben wir. Ah, geh weg. Okay, das ist ja auf der anderen Seite der Brücke, oder? Ja. Ah, für jeden zerstörten Enemy kriegen wir auch nochmal 5 Sekunden dazu. Genau, richtig. Deswegen, also in der Regel mache ich das eigentlich so, dass. Weil die Gegner, wenn ihr die nicht zerstört, ne? wenn wir einen haben, der einfach nur durch will, das mache ich nämlich sonst nur. Ja? Ich fahre einfach nur durch mit einem sehr schnellen Fahrzeug und sammle die ganzen Sachen ein. Ja. Und die Gegner folgen mir dann immer. Ah. Und es werden immer und immer mehr. Und deswegen ist es gut, wenn du einen Fetten irgendwo hast, der alle einfach fetten. Ja, weil die lockst du dann da rein, oder? Genau, richtig. Die macht man dann einfach zu denen und der macht die dann weg oder beschäftigt die halt. Und du sammelst immer einfach weiter. Und du geht das dann mal ganz gut. So, das Letzte. Was? Ah ja, das noch nicht einnehmen. Wir können nämlich einfach warten, bis alle Gegner da sind, bis wir die zerstört haben, und dann nehmen wir es ein. Ah, oder okay. Aber kurz bevor die Zeit abläuft. Ja, ich glaube, bei 2 Minuten. Ja, ja, genau. Das. Aber ich glaube, die unsere Mitspieler wissen das auch. Du hast die Gegner übergelassen nach hinten? Nee, ne? Nee, hinten ist nichts mehr. Wie hupt man? Mit Haaren. Ja, sehr nice. Wieder 5 Kupfer. Ja. Und das braucht man jetzt hinterher, um sich Sachen herzustellen. Ja. Das auf jeden Fall. Also nochmal. Und jetzt schauen wir kurz mal wegen die Leviathane, was du meintest. Es gibt einen Modus, wo ihr gegen solche Fahrzeuge, wie ihr hier jetzt seht, in dem Menü kämpfen müsst. Bist du noch auf Seite 3? Jetzt, ja. Ja, unten links das Ding einfach. Ja, genau. Also ihr könnt auch hier Test Drive damit machen. Die Waffen werden eigentlich automatisch gesteuert. Aber gegen so ein Ding musste man Krabs kämpfen. Ja. Jetzt 2220 HP. Ja, und jetzt schaut mal, was das Ding mit meinem Fahrzeug macht. Und weg. O war das mit die Bots, gell? Hä? O war mit die Bots, oder? Genau, richtig. Ich kann mal kurz, ich zähle mal und gucke, wie lange, also meine 6000 auf Fahrzeug gefällt. Okay. Ungefähr 5 Sekunden. 5 Sekunden? Ja. Ja, meiner hat so ungefähr 2 Jahre angehalten. Und schaut euch das kranke Ding an. Das kann sich auf dem Stand drehen einfach. Ja. 2 Miniguns, 3 Raketenwerfer, alles. Wie sagtest du, Crash? Mit Level 16 kann man sie die bauen, oder? Was meinst du? Die Leviathane. Ja, mit 17. Ah, 17. Ja, mit 17 kann man selbst wieder bauen. Und damit könnt ihr nichts machen, außer einen Test-Drive machen.
Aber es sind halt, es gibt keine Begrenzung mehr. Es gibt keine Energiebegrenzung. Es gibt keine Maximalbegrenzung an Teilen und so. Und ihr habt auch alle Teile zur Verfügung. Genau. Und dann baut ihr so ein Teil, speichert das, ladet das hoch. Und die Leute können das zum Beispiel liken. Und wenn andere Leute Invasion spielen, oder angenommen, wir spielen Invasion, es kann, wäre es möglich, dass wir auf eine unserer Kreationen treffen, wenn wir die hochgeladen haben. Mhm. Weil die, die man hier sieht, gegen die muss man kämpfen. Und das ist krank. Oh ja. Und ihr bekommt die Kills, die eure Fahrzeuge machen. Oh ja, also alle Fahrzeuge, was ihr hier seht, sind von Spielern gemacht. Ja. Wobei ich mich frage, was hat das für einen Sinn? Ein Truck, wo so ein Quad-mäßig drauf ist. Ja, das hat gar keinen Sinn. Das ist immer ganz lustig, wenn man gegen sowas kämpfen muss. Weil es nicht bringt. Ist Free Win für dich, oder? Ja, genau. Aber du musst gegen 3 Stück kämpfen. Zugleich. Nicht zugleich, abwechselnd. Die können nacheinander. Okay. Es macht es auch nicht besser. Nee. Also 3 das sind eher mehr so Trollfahrzeuge. Ja, genau, richtig. Das merkt man schon. Alter, der rechts neben deinem, was du kämpft hast, der ist ja auch mal krank aufgebaut, oder? Ja. Ich fahr den gerade mal. Aber der hat nicht viel. Der hat nur. Ja, okay, das heißt nur. Der hat 3000. Nur einen Haufen Miniguns. Aha, ja. Ja, ja, der macht auch. Der ist auch richtig schnell. Oh ja. Er hat ja alles nur mit Lightframes. Mhm. Jetzt bauen wir mal Bots. Ja, die Bots halten noch nicht. Die hauen ab! Ja, wir haben. Also die Bots. Die Bots sind zwar nicht ganz so viel, aber wenn du viel höhere Power Scores als sie, dann verschwinden die, hauen die ab vor dir. Die haben Angst haben. Nice, aber wenn einer kommt, ehrenhaft kämpfen. Bleib hier! Du siehst nämlich, wie auf dem Berg runter kommen, auf einmal schon Retourgang und umdrehen und weg. machen wir noch was, Scraps? Können wir machen. Noch ein kleines Race? Ja. Eins machen wir noch. Weil dann dürfte es auch von der Partylänge her passen, oder? Ja, ich denke auch. Weil danach werde ich mir einfach mal bei... Warte mal kurz. Ich mache noch einmal ganz kurz Cancel. Ich nehme einfach ein anderes Fahrzeug. Okay. Ich nehme Rocket. Okay. Bin gespannt. Der heißt Rocket, weil ich habe einen dreifachen zielsuchenden Raketenwerfer. Oh Gott. Und vorne Melee-Sachen, also halt zum RAM. Mhm. Also das erste, was ich machen will, ist mal auf Level 10 mich hochspielen, dann mal offscreen. Ja. Weil dann kriegst du ja auch einen zweiten Garagenplatz. Genau. Ja, und du kannst ja neue Sachen herstellen, ne? Das auch, ja. Bei den anderen Fraktionen, gell? Ja, genau, bei einem. Du musst ja eine Fraktion erst aussuchen. Mhm. Ja, wie ist es dann, wenn ich mit einer Fraktion die Level hoch und dann kann ich einfach auf eine andere wechseln, aber trotzdem dazu. Du kannst jederzeit wechseln, du musst dir aber. Du hast dir doch am Anfang. Oh, hier bin ich. Ich sehe sogar ähnlich aus. Lol. Nur dass ich der Silber bin, ja. Und Raketenwerfer. Und du hast vorne so ein RAM-Ding drauf. Ja, 3 Sorry. Stück. Dein Ding. Ja. Rakete los! Wow! Warst du das? Ja, du kannst erst die Rakete von mir kam. Ja, ich hätte den erst noch besser einstellen müssen, weil die Lenkung ist echt für links, den Arsch. Links Gegner.
klingelt es aber. der ist noch etwas unausgereift, oder was? Ja. Ein PvP macht er. Ja, hier ist halt zu viel Gegner. Schuss! Der hält dann auch nicht ganz so viel aus, oder? Hinter uns, Grab. Nicht nur hinter uns, überall! Ja, wie du sagst, überall. Ach Gott! Ja, jetzt haben wir halt keinen Fetten, der die einfach zwischendurch mal wegschießt beim Vorbeifahren. Ja, wie du sagst. Okay. Ich hol mal das Package, gell? Ja. Alter, deine Raketen räumen auf. Aber der Flat, der macht mehr Kills. Schau mal. Entweder staubt er nur ab die ganze Zeit. Nee, ich glaube, der ist ziemlich stark. Oder er geht halt explizit auf die Gegner, weil er sieht hier die Ding holen. Der Flat? Ah, der hat auch richtig gute Waffen. Okay. Ja, weil ich gehe ja wirklich hauptsächlich auf die Cargos. Ja, ja, genau. Ich auch. Ich schieße beim Vorbeifahren einfach nur noch. Ramp. Der Rampot. Wir haben da zwei Cargos und über zwei Minuten Zeit. So. Ja, alles. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man hier einmal stirbt. Ne? Das ist ja egal. Wie du sagst, ne? Alter, der staubt immer die Last-Hits ab. Das ist unglaublich. Aber was der so für Frames am Bord hat. gleich mal ich auch noch einen Einschuss. Meine Munition leer. Komm weg. Bock. Yeah. Oh, ich hab Self-Destruction gemacht und wir haben gewonnen. Ist ja geil. Okay. Ich hab 5 gut verkriegt. Das war's dann. Juhu! Für diese Folge. Schaut bei den Tautor vorbei, um aus seiner Sicht zu sehen. Jo. Und natürlich bei mir bei Krabs. Ja. Um seine Kreationen zu sehen. Ja, richtig. Rocket und Franz. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Crossout. Entweder mit oder ohne Krabs, wie es sich ergibt. Bis dahin, ciao. Tschüss.